Willkommen zurück beim Leben im Wald, Life in the Woods. Ja, wir sind hier noch schön am Marmorfarmen, wie aus der letzten Folge. Ich nehme das hier am Stück auf. Nichts Spannendes, aber ich werde damit gleich aufhören. Dann werden wir mal gucken, ob wir die zu Marmorsteinziegeln machen können. Weil das sieht ja super geil aus. Super geil. Ja, ich muss ein bisschen auch aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen Kreide mit abbaue. Weil Kreide brauche ich nicht. Sei denn, ich möchte irgendwas an irgendwelche Höhenwände malen oder auf irgendwelche Straßen kritzeln. Wir alle haben schon was mit Kreide auf der Straße gemalt. Im besten Fall. So. Marble, Marble, Marble. Das ist aber doch eine ganze Menge an Marble. Oh, das war Kreide, oder? Marble. Nee. Doch, hier habe ich Kreide, ne? Nee, Marble. Eieieiei. So viel davon. Ich würde sagen, wir gehen rüber, wenn es dunkel ist. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Bis dahin hauen wir hier alles aus der Wand. Ja, jetzt wird es auch weniger. Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen seltener ist. Marmor. Ja, und dann die große Frage. Ziehen wir dann von dann? Also eigentlich wäre es schön, wegen Abwechslung. Aber das Essen, ihr wisst es doch. Kreide, 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 Kreide. Kreide, 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 Kreide. Ja, dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Einfach damit die Leute sehen, okay, hier war wer. Hier kann ich nicht spawnen. Noch ein bisschen Licht haben wir ja noch. Sagt er und es sah überhaupt nichts mehr. Naja, ihr seht noch weniger. YouTube lässt grüßen. Wäre auch cool, wenn man jetzt so eine Grille mit so einer Fackel schlagen würde. Wenn die dann anfangen würde zu brennen, ne? Aber das geht leider nicht. Das sieht doch auch schön aus, oder? Wenn da unten so ein bisschen beleuchtet ist, zumindest in der Nacht. Ja, schade mit den Weizenkörnern. Ich meine, es war Weizengras. Wir testen das einfach, wenn wir unterwegs Weizengras finden. Weil hier sehe ich überall nur Gras, 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 Gras. Was ich aber noch testen möchte, ist tatsächlich, ob wir... Gehst du hier raus? Okay, du bist gefangen. Und tschüss. Wäre cool, wenn es irgendwie Grillensteak gäbe oder so, ne? Muss man zwar ein paar mehr von essen, aber... Was soll's? Oh, guck mal hier, Eisen. So, kann ich den jetzt? Nö. Marble... Marble Brickstairs. Ja. Aus Marmorziegeln. Und ich krieg... Ach, den muss ich im Crafting Table machen. So? Nee. Nach oben. Hä? Ihr habt das gesehen, ne? Ich bild mir das doch nicht ein, oder? Marble Bricks, Slabs. Ah, okay. Marmorziegel. Aus Marmor tatsächlich. Marble ist dann doch was anderes. Und damit können wir gar nichts anfangen. Marble Brick Slabs. Kommt der mit der Übersetzung einfach nicht klar? Weil jetzt kann er... Ah doch, jetzt kann er mir das anzeigen. Nee. Bemuster Steinziegel, Marmorziegel. Marmorpflasterstein. Ich hab doch aber Marble. Marble Slab. Ah, ich hab die hier, ne? Marble Brick? Nee, das kann ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Also, wir brauchen, wenn du richtig. Das heißt richtig Marmor. Was zeigt der mir denn jetzt an? Ach, was man noch so aus Marmor machen kann. Ein Marmor-Button. Redstone. Quern. Ein Anti-Block. Futura-Block. Imperialistischer Block. Valentines-Block. Warning-Sign. Marble-Stairs. Was? Also ich kriege aus
Marmor Marble Stairs hin, aber ich kriege aus Marble keine Marmor Bricks hin. Ja, Leute, tut mir leid, das muss ich jetzt mal gerade hier in Erfahrung bringen. Ah, hier ist unser Essen drin. Ja, da, das, ne, also dann. Kann ich denn daraus Treppen machen? Aus Marble? Ja, das geht tatsächlich. Ich möchte meinen, die sind mir ein bisschen zu hell. Ach, ich habe hier zwei Kisten gebaut, ich Idiot. Da muss man ja auch mal sagen, ne? So. Erde hier rein, das brauchen wir, das brauchen wir. Die Hacke nehme ich mal mit, falls wir Weizen grad unterwegs sehen. Leine brauche ich eigentlich nicht. Ah, wobei, komm, nehmen wir die Leinen einfach mit. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht. Wie bist du denn? Wie kommt ihr denn hier alle rein? Ihr wollt mir erzählen, dass ihr hier hochspringt. Wie? Wie? Willi will's wissen, ne? Ja. Okay. Ja, ich war am Handy, ne, und? Eieiei, okay. Ja, wir nehmen hier nochmal so ein paar Schnecks mit. Die schmecken uns. Okay, wo geht's denn lang? Richtung Berg? Richtung Berg? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Wollen wir mal am Berg vorbeigehen? Ja. Komm, wir haben noch nichts zu verlieren. Ich weiß gar nicht mal, aus welcher Richtung wir gekommen sind, ganz ehrlich. Aber wir haben noch nichts zu verlieren. Da hinten kommen noch mehr Berge. Also durch ein Schneebiom. Mit ein bisschen Glück kriegen wir ja noch irgendwo so einen Tempel, wo lauter Essen drin ist. Das wäre doch ganz schön, oder? Immer schön auf die Map gucken. Ist da vorne mehr? War Stadt hier schon, oder wart? Okay, hier ist mehr. Einfach Berge so im Meer? Oder geht's da noch weiter? Kann auch sein, dass wir gleich wieder umdrehen, ne? Ich weiß das nicht. Ich weiß ja nicht, wie es hier aussieht. Also auf so einem Berg werde ich bestimmt nicht hochklettern. Aber vielleicht, wenn wir die Küste entlang gehen. Oh, was sehen denn meine eingerosteten Augen da? Ach nee, den muss ich ja immer noch zerstören. Egal, das wollte ich haben. Sehr gut, dann können wir nicht Papier machen, damit können wir Bücher machen. Und ihr kennt ja das ganze Prozedere. Was man damit alles so Feines machen kann. Ich kann mir auch tatsächlich eine Angel bauen, ne? Lange schon wieder keinen Folgenfisch gehabt. Was ist das denn hier für ein grünes Zeug? Was ist da los? Grünschiefer. Cool, cool, cool. Und hier ist tatsächlich Schluss. Ich muss jetzt hier einmal um den Berg rennen. Naja, vielleicht hat sich ja hier noch was versteckt, ne? Vielleicht irgend so ein episches Baumhaus oder so. Wir kennen es ja, ne? Haben es ja tatsächlich schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, muss ich mal ein paar ältere Folgen angucken. Sieht man auch, glaube ich, ganz gut am Thumbnail. Da drüben stehen schon wieder so ein paar alte Säulen. Mit ein bisschen Glück hat sich da aber auch eine Kiste versteckt, ne? Gut, die Insel hier ist natürlich prädestiniert dafür. Und hier rechts sieht das auch komisch aus, ne? Okay, es ist aber tatsächlich nichts. Da drüben, das sieht komisch aus auf dem Map. Auf dem Map, ne? Packed Ice Pillar. Okay, das sind dunkles Laub. Wir machen das mal kaputt. Ich will keine Schönheit hier. Was ist das denn? Marmor-Diamanterz. Okay. War das da tatsächlich drunter versteckt? Ich mach das jetzt einfach kaputt hier. Wie kann man die mitnehmen? Ja, ich denke mal, die werden irgendwann schmelzen, ne? Aber hör damit. Noch sehen sie cool aus. Habt ihr das gerade gesehen? Da war ein Diamant drunter. Also wenn wir wieder so ein Zeug finden. Cool. Das ist ein Diamant näher am Zaubertisch, würde ich sagen. Das ist ja auch ganz angenehm. So, und ihr wisst, ich muss immer ein bisschen unter Wasser gucken. Denkt an unsere Ruine, die wir gefunden haben. Das hatte sich gelohnt. Ei, war das schön.
Ja, dann würde ich sagen, back to the roots, wir gehen durch den Schnee. Ja, 5 Minuten haben wir noch, da können wir hier nochmal ein bisschen kurz eine kleine Weltenbummler-Folge machen, ne? Mal ein bisschen uns hier umschauen, was es hier noch Schönes gibt. Ich frage mich ja, wenn hier oben so eine Höhle ist, in der Lava ist, ob man da vielleicht in so einen Sachen auch was versteckt hat. Da hinten ist Eis, ne? Oh, schön warm. Oh, das sieht schön aus, ne? Oh, da. Jetzt kann ich diesmal mit meinen Schrimms den Busch kaputt hauen. Ja, und wir haben ein paar Happen bekommen. An dem ist nichts dran jetzt, wenn ich den. Doch. Ah, noch mehr Happen. Sehr gut. Soweit das Auge reichte, sah ich nur Berge und weiße Landschaften. Außer das Lilane da. Das sah mir ein bisschen merkwürdig aus. Was ist das? Man sieht es kaum, weil ich mit der Maus drauf bin. Ne? Ich sehe es bei mir gerade ein bisschen besser. Oh, ich bin ein Idiot. Oh, nee, ich wollte hier hin, weil hier noch ein paar Happen sind. Jetzt komme ich wieder zurück. Aber warum ich ein Idiot bin, habt ihr gesehen, oder? Das ist unser Wegpunkt. Da. Okay, Idiot. Oh, schön eingefroren, damit wir hier rübergehen können. Das war nett vom Spiel. Oh, ist das ein eingefrorener Busch? Ist ja auch cool. Nee, da soll, glaube ich, mal ein Baum wachsen, ne? Textilgarten. Ja, wenn ich jetzt wieder schreibe, Wanderung durchs Eis, guckt sich das wieder kein Mensch an, ne? Ich nenne die Folge einfach Frostgefahr. Das ist doch gut, oder? Frostgefahr, denke ich. Das wird assoziiert. Ja, das war richtig cool. Mit Gefahr. Und Gefahr ist halt. Oh nein. Was ist denn in der Folge heute los? Und einfach, weil es für mich ein bisschen schneller geht, sagen wir mal ein paar Klicks und ein halbes Minütchen, mache ich hier nochmal so. So. Kleines Panoramabildchen. Merke ich mir, okay. Haben wir einen Zump. Und ihr seht das ja immer. Ich finde das ganz cool eigentlich, wenn man sagt, wann ein Zump gemacht wird und wann nicht. Oh, da hat sich die Welt einmal kurz reloaded. Vielleicht noch was eingefallen, so ein kleines Geheimnis, was hier. Oh, ich dachte gerade, da wäre irgendwas Cooles. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, das bringt uns gerade auch nicht viel weiter. Ich gucke halt immer rum, ein bisschen auf der Map. Da sehe ich auch noch nicht so viel und guck mal, wie lange dieses verdammte Essen anhält. Also, wir sind gerade dabei, immer wenn der schwarze Balken da unterm Essen einmal durch ist, gehen die goldenen Keulen weg. Und wenn die weg sind, dann fangen wir an zu hungern. Und dieses Samurai-Essen ist ja wirklich Gold wert. Wirklich fabelhaft. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft hier. Ja, eine Kirschblüte! Das wäre geil, wenn sich jetzt irgendwie die Welten miteinander fusioniert hätten. Und wie jetzt auf einmal, also wirklich, es ist ein neuer Seed. Ich habe das komplett von vorne angefangen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt hier rumlaufe und wieder zu dem Alten finde. Nein, nein, das passiert definitiv nicht. Das wäre aber lustig, wenn jetzt auf einmal da das wäre, was wir gebaut hatten. Aber das sieht mir aus wie eine kleine Oase. Guckt mal oben auf die Map. Das sieht sehr strukturiert aus. Ich freue mich, wir finden wieder was. Juhu! Oh. Es ist tatsächlich einfach nur die Kirschblüte wieder. Aber das soll uns ja nicht stören. Block platziert, Objekt erfolgreich erzeugt. Ich höre einen Dorfbewohner. Der lebt hier. Hi! Let the clay guide you. Okay. Nein! Nein! Doch! So kann ich das als Thumbnail nehmen. Black Medium Flower Pot. Spice Leaf. Ton. Black Large Flower Pot. Ton. Stempel. Ja, wenn es dich nicht stört, hacke ich dir hier deinen Kirschbaum ab, ne? Alles klar, danke! Perfekt, oder? Also wir werden sehr viel Holz hier rausholen müssen, aber wir wissen ja, wie ergiebig diese verdammten Bäume sind. Er lebt hier einfach gefangen vom Spiel. Wie fies ist das denn? Wie fies ist das denn?
Ja, Houdini. Süß, die Kleinen. So, bisschen Erde. Hau rein. Ja, endlich mal wieder wer, der sich mit mir unterhält. Ich habe mich gerade total erschrocken, als unten links diese Meldung kam. Und auf einmal redet der los. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, genau so habe ich mich auch angehört, nur innerlich. Moment, dann machen wir hier ein bisschen... da. Houdini, ja. Ah, da ist noch einer. Habe ich schon einen eingesammelt? Jawohl, einen haben wir schon mal. Ja, es ist halt sehr, 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 sehr schwer, hier alles komplett abzubauen. Ich bin der König der Kirschblüte. Ja, ich will das doch nicht mit der Axt machen. Okay. Okay, die spawnt er jetzt langsam. Hopp. So, das ist ein schönes Bild. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.